Ach komm schon, Melissa, wie lange willst du mich denn noch dafür bestrafen? Okay, okay, ich wiederhole. Rechtlich gesehen hatte ich keinen Sex mit deiner Mutter. Würden Sie mich mal einweihen? Also, Alan hat's doch mit seiner Empfangsdame getrieben. Ja. Offenbar hat sie ihn in Flagranti mit ihrer Mutter erwischt. Das darf ja nicht wahr sein. Ich habe ihn seit Jahren damit aufgezogen und jetzt macht er's. Ich bin nicht verantwortlich gewesen für meine Handlung. Ich war so high wie 100 Luftballons. Also diese Ausrede hat mir nicht einmal geholfen. Mir auch nicht. Weder bei Cops noch bei Männern. Oh, hey, hey, hey. Deine Mutter hat genügend Pott in den Bananenkuchen gemixt, um jeden grünen Star in Kalifornien zu heilen. Ich habe ein Makronenrezept. Kommt doch selber raus. Ich war so high, dass ich nicht mal wusste, wer sie war. Wir waren nur Farben. Ich war rot, sie war blau. Wir wollten violett machen. Mein Handy ist kaputt. Kann ich deins benutzen, Charlie? Klar, liegt neben dem Sofa. Danke. Darf ich ausreden? Das heißt also, ich wurde von deiner Mutter unter Drogen gesetzt und belästigt und ich bin schuld. Mann, wie oft habe ich den Spruch von Ihnen am Telefon gehört? Ja, wer hätte gedacht, dass von uns beiden ich es bin, der in einer stabilen Beziehung endet? Wer ist denn Rachel und wieso schickt sie dir busenfreie Fotos? Ja, wer hätte das gedacht? Wärst du so freundlich und würdest mir erklären, warum diese Frau dir Nacktfotos von sich schickt? Ich würde es dir liebend gern erklären. Ich höre. Ich sagte, ich würde gern und nicht, ich kann's. Also, schläfst du mit ihr? Oh, nein, natürlich nicht. Warum dann die Fotos? Meine beste Erklärung dafür wäre, dass sie, wie Frauen so sind, von ihrer Brustvergrößerung berichten wollte. Und das ist deine beste Erklärung? Ach, weißt du, das kannst du gar nicht verstehen, weil dich Gott mit dieser großen Gabe gesegnet hat. Verdammt, Charlie, ich will jetzt wissen... Entschuldigung, ich telefoniere. Psst, Alan telefoniert. Spar dir dann Psst, ich will wissen, wer diese Rachel ist. Niemand wirklich. Ich bin mal mit ihr ausgegangen, aber das war lange, bevor ich mich so unsterblich in dich verliebt habe. Hals über Kopf, als wäre ich dein Hündchen. Wuff. Warte, Melissa, nach du Hurensohn habe ich nichts mehr verstanden. Weiß diese Rachel, dass du verlobt bist? Denk gut und lange darüber nach, bevor du lügst, alter Freund. Das mache ich, deshalb sage ich ja, Charlie. Sie weiß es nicht. Und wieso nicht? Mann, du lässt das Würstchen aber auf dem Grill, bis es garst, oder? Warte, schenken Sie uns eine Minute? Oh, dazu brauchen Sie mehr als eine Minute. Also dann, Sie werden mir fehlen. Wovon reden Sie da? Sie geht doch nicht weg, oder? Wo gehst du denn hin, Chelsea? Chelsea, warte. Können wir das nicht einfach vergessen? Ich schwöre dir, ich knutsche nie wieder mit deiner Mutter. Seien wir ehrlich, Charlie, wir wussten doch beide, dass du es irgendwann vermasselst. Nein, ich hatte mich zwar im Verdacht, aber ich war mir nicht sicher. Ich wünschte, ich könnte das auch sagen. Leb wohl. Bitte geh doch nicht weg. Bitte leg doch nicht auf. Ich liebe dich. Und ich liebe euch zwei auch. Willst du wirklich nichts trinken? Nein. Mir geht's mit Alkohol noch schlechter, wenn ich deprimiert bin. Weißt du, der Trick ist, sich darüber wegzutrinken. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Sind wir vielleicht dazu verdammt einsam und ungeliebt, alt zu werden? Zwei bejammernswerte Junggesellen, die niemand anderen zum Reden haben. Du solltest Kontaktanzeigen schreiben. Erzählst du mir, was mit Chelsea los war? Ich kann's dir zeigen. Chelsea hat die hier auf meinem Handy gefunden. Und da frage ich dich, bricht man für sowas eine Verlobung? Für sowas bricht man ein Rückgrat. Hast du mit ihr geschlafen? Ach Quatsch, Unsinn. Sie hat mir nur ein paar Fotos geschickt. Oh, und warum hast du sie behalten? Schon gut. Aber du wirst doch sicher verstehen, was das für Chelsea ausgesagt hat. Außer... Naja, ich hab Milch.
Aber ich habe sie nicht betrogen. Du kannst auf viele Arten betrügen. Du kannst flirten. Du kannst in der Fantasie fremdgehen. Aber hör mal, in der Fantasie ist das doch kein Betrug. Für Frauen schon. Sie mögen es nicht, wenn du sie in der Fantasie durch andere Frauen ersetzt. Und was ist, wenn ich sie in meiner Fantasie etwas aufbessere? Wenn ich mit Chelsea schlafe und in meiner Fantasie, hilft mir Rachel ein bisschen aus. Sie erscheint mir durchaus hilfreich. Ganz egal, ich kann trotzdem verstehen, warum Chelsea es nicht gut findet. Ich finde, sie hat zu heftig reagiert. Ich finde sogar, sie muss sich bei mir entschuldigen. Ah, und du sitzt hier und wartest, bis sie zurückgekrochen kommt, ja? Ja, genau. Und dann werde ich mit dir Schlittschuhlaufen gehen, weil die Hölle bis dahin zugefroren ist. Wenigstens hast du einen Plan. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss Jack bei seiner Mutter abholen. Oh, gut. Er wird uns das Wochenende aufheitern. Ein großer, furzender, schlecht gelaunter Teenager mit fragwürdiger Hygiene. Daran ist überhaupt nichts fragwürdig. Ah, na also, es wirkt ja. Wir sind über den Berg. Sie ist meine Mutter. Ich will, dass sie hier ist, wenn ich das Baby kriege. Und ich will nicht noch eine Frau im Haus haben, die mich anbrüllt und mich Idiot nennt. Meine Mutter brüllt nicht, du Idiot! Das lasse ich dir nur durchgehen, weil du schwanger bist. Wag's ja nicht, das auf meine Hormone zu schieben. Was soll ich denn sonst machen, Judith? Akzeptieren, dass ich ein Idiot bin? Oh, hey, Alan. Schlechter Moment? Es gibt keine guten. Schon 7,5 Monate nicht mehr. Was fällt dir ein, mich so stehen zu lassen? Oh, Verzeihung, ich habe die Tür aufgemacht. Das machen wir Idioten nämlich, wenn jemand klingelt. Hi, Dad. Schau, Mom. Viel Glück, Herb. Mach's gut, Jake. Ich wünschte, ich könnte mitfahren. Ich wusste es, kaum war es mir über die Lippen gekommen. Daran könnte ich mich gewöhnen. Tu's nicht. Was Charlie angeht, mein Haus sei auch mein Haus. Also dann, ich fahre jetzt nach Hause. Die Pizza ist bestellt. Danke, Bertha. Eine Pizza bestellen und nach Hause fahren, das sind zwei der drei schönsten Dinge an Frauen. Und du fragst dich, warum Chelsea abgehauen ist. Ich sag dir, was ich mich frage. Ich frag mich, ob man wirklich so high werden kann, dass man schafft, einer 60-jährigen Frau die Zunge in den Mund zu stecken. Sing! Mann, ich liebe diese Männerrunden. Und wenn man sich nass führt. Nass führt? Du weißt schon, stichelt, neckt, sich in den Schnappsack steckt. Herb, ich hätte eine Frage. Hängst du ab und zu noch mit anderen Männern rum? Oh, klar, ich habe meine Gevattern. Ich habe meine Wasserballmannschaft. Die Jungs aus dem Modellbahngeschäft. Oh, und mein Barbershop-Quartett. Die kann ich aber nicht mehr mit nach Hause bringen. Wieso? Judith bekommt von vierstimmigen Akkorden Migräne. Und Schnurrbärte machen sie fertig. Nicht nur Schnurrbärte, alle Gesichtshaare machen sie fertig. Bis auf Augenbrauen. Wenn sie gestutzt sind. Ja, die Zwei-Finger-Regel. Mhm. Hm. Chelseas Zwei-Finger-Regel hatte nichts mit Augenbrauen zu tun. Also, macht's gut. Wo willst du denn hin? An den Pier mit Celeste. Wer ist Celeste? Meine Freundin, wohnt nebenan. Ist sie hübsch? Sie ist der Hammer und super klug und beliebt. Ach echt? Wir können es auch nicht verstehen. Vielleicht bestraft sie ihren Vater. Wollen wir es hoffen. Also dann. Ich bin zwar nur sein Stiefvater, aber willst du ihm nicht sagen, wann er wieder hier sein muss? Ist nicht nötig. Ich kenne ihren Vater. Hey, Jake. Hallo, Sir. Celeste, Jake ist da. Und, wie geht's? Wir gehen runter zum Pier, spielen Skiball und sind um 11 zurück. Das will ich dir auch raten. Komm rein, wird zu kalt draußen. Sollen wir nicht die Zigarren ausmachen? Warum? Weil wir hier nicht alles einräuchern dürfen. Es ist mein Haus, wir können hier sogar Lachs räuchern, wenn es uns gerade passt. Ganz sicher? Nur die Ruhe, hier macht dir keine Braut irgendwelche Vorschriften. Herb, nimm bitte Untersetzer und Aschenbecher.
Da lag ich wohl falsch. Sing! Du Schlingel! Das wird ein langer Abend werden. Hi, Charlie. Oh Gott, was hat der Klotzkopf angestellt? Nichts. Jake sagt, hier ist eine Männerrunde und ich dachte, ich komme rüber. Klar, kommen Sie rein. Ich habe Zimtplätzchen gebacken. Sie haben Zimtplätzchen gebacken? Ja, was ist komisch daran? Gar nichts. Alan kennen Sie ja und das ist Herb. Hi. Hi. Nehmen Sie Platz. Wollen Sie was trinken? Wenn's geht, ein Appletini. Ein Appletini? Mein Bruder trinkt sowas. Und warum ist das komisch? Ist es nicht. Ein Appletini. Kommt sofort. Er kommt damit durch, du nicht. Und woher kennen Sie Charlie und Alan? Ich habe Alans Ex-Frau geheiratet. Ach, echt? Und Sie trinken zusammen? Ja. Klar. Wow. Ich könnte mich nicht mit dem Mann befreunden, der es meiner Ex besorgt. Seien wir mal ehrlich, es gab in letzter Zeit nicht viel zu besorgen. Und wenn das Baby da ist, noch weniger. Wie soll das möglich sein? Sie wird nicht nur verhindern, dass du sie anfasst, sie wird auch verhindern, dass du dich anfasst. Ich ging in die Jugendherberge duschen. Okay, ein Appletini. Danke. Worüber habt ihr gesprochen? Übers Masturbieren in der Jugendherberge. Wirklich? Rein theoretisch, oder? Ja, aber die Nacht ist noch jung. Also, Jerome, klären Sie uns mal über eins der Geheimnisse des Lebens auf. Was sieht Ihre Tochter denn in Jake? Genau dasselbe habe ich mich auch gefragt. Vielleicht will sie mich bestrafen. Nichts für ungut. Schon in Ordnung. Das hatten wir schon. Meine Frau und ich erwarten ein Mädchen. Haben Sie einen Rat? Ja, vor dem ersten Date Ihrer Tochter müssen Sie Muskeln aufbauen. Okay. Mann. Erinnert ihr euch an euer erstes Date? Ja, 8. Klasse, Louise Miller. 9. Klasse, Maxine Chernikov. 6. Klasse, Mrs. Terra Potter. Na, das war kein echtes Date. Heute kämen sie dafür ins Gefängnis. Und was ist mit dir, Herb? Was soll mit mir sein? Dein erstes Date, Junior High, High School? College, 2. Halbjahr. Ich war eine Art Nerd an der High School. Kaum zu glauben. Doch, wirklich. Man nannte mich Bibo. Und was war dann im College? Ich trug keine gelben Hemden mehr und war nicht mehr so anspruchsvoll. Okay, okay. Lasst hören. Die erste sexuelle Erfahrung, die nichts mit traditionellem Verkehr zu tun hatte. Worüber reden wir hier? Na, das werden Sie doch wohl wissen. Von Pfadfindern. Was ist? Oh. Sing! Alan, wann hast du deine erste mündliche Prüfung gemacht? Oh, darüber spreche ich lieber nicht. Warum? Nur so. Komm, Alan, wir sind doch Freunde. Wer war's? Deine Frau. Dein erstes Mal mit der Zunge war mit Judith? Hey, meins auch. Hm? Meins auch? War nur ein Witz. Sing, sing. Was heißt Sing? Ist das sowas wie ein Slang unter Weißen? Durchaus möglich. Mein Barbershop-Quartett singt eine Killer-Version von Sing. Went the strings of my heart. Das ist ein echter Rausschmeißer. Eine tolle Geschichte. Sing. Na, war das richtig? Na. Oh, gut. Endlich. Noten? Pizza. Oh. Auch nicht schlecht. Hey, Mr. Harper. Oh, hey, Gordon. Lange nicht mehr gesehen. Ja, 2 Jahre. Wie waren die 2 Jahre? Naja, ich bin nach der Abendschule Diplomkaufmann geworden, hab geheiratet, hatte einen guten Job als Broker, die Firma ging pleite, meine Frau hat mich verlassen und das macht 28,50.
Oh, Mann, tut mir leid. Willst du einen Drink? Warum jetzt aufhören? Komm rein. Hey, Jungs, das ist Gordon. Seine Frau hat ihn verlassen. Hey, hey Gordon. Willkommen in der Loser Lounge. Freut mich. Das Diskussionsthema lautet erste nicht traditionelle sexuelle Erfahrung. Liebe Camp. Wo soll ich die hin tun? Oh, Moment, ich räume die Zimtplätzchen weg. Oh, Zimtplätzchen. Was dagegen? Nein, nein, gar nicht. Nur meine Frau hat mich immer Zimtkringel genannt, wissen Sie. Tatsächlich. Naja, nicht alles an mir. Es war der Kosename für meinen. Das ist ja ein furchtbarer Name für einen Penis. Ach ja? Wie hat Ihre Frau ihren genannt? Mr. Roundtree. Richard Roundtree. Der Schauspieler von Shaft. Oh, oh ja, stimmt, ja, genau, richtig. Das ist viel besser als Zimtkringel. Judith nennt meinen das Ding. Wie in, tu das Ding weg von mir. Ja, woher weißt du das? War geraten. Okay, ich verschwinde. Wo willst du hin? Irgendwohin, wo nicht irgendwelche Tränensäcke Spitznamen an ihre Penisse vergeben. Nichts für ungut. Ja, schon gut. Gehen wir, Königskobra. Was willst du hier? Dass du zuhörst. Rachel, hier ist Charlie. Es geht um die Fotos von dir. Nein, 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 die waren sehr schön. Ja, sehr künstlerisch. Aber die Sache ist die, ich bin jetzt so gut wie verlobt. Ich bin nämlich jetzt eindeutig verlobt. Schick mir deshalb bitte keine mehr. Ist doch egal, wer dich darum gebeten hat. Mir geht es vor allem darum, dass mich von jetzt an nur noch die Brüste meiner Verlobten interessieren. Nein, ich werde dir kein Foto von ihnen schicken. Oder? Nein. Okay, mach's gut. Danke, Charlie. Ich wollte dir nur zeigen, wie viel du mir bedeutest. Hast du die Fotos gelöscht? Damit hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Drück auf Löschen, was ist los? Warte kurz. Ich will mir die beiden noch einprägen. Löschen, löschen, löschen! Ich lösch doch schon! Sing you when you smiled at me. Sing I heard a melody. Sing it haunted me from the start. The start. Sing something inside of me. Sing started a symphony. Sing with the strings of my heart. Sing was like a breath of spring. Sing I heard a robin sing. Sing about an S7. Ein Wunder, dass die keine Frauen haben. Who is the man that will risk his neck for his brother, man? Shaft! I heard this cat Shaft is one bad mother. Shut your mouth. But I'm talking about Shaft. Then we can dig it. He's a complicated man that will risk his neck for his brother, man. Hoffentlich nimmt sie mich zurück. Willst du dir nicht die Hände waschen, bevor du was isst? Nein, ich wickel mir das Klopapier wie ein Handschuh um die Finger. Damit könnte man einen Puck fangen. Und Mom, was führt dich denn so zu uns? Ich will ein Haus am Strand verkaufen und dachte, ich komme mal vorbei, meinen Enkel sehen. Tada! Schönes Haus? Oh, wundervoll. Der Preis ist Verhandlungssache.
Der Besitzer hat sich verspekuliert. Selbstmord. Wie furchtbar. Oh nein, er hat's nicht im Haus getan. Gott sei Dank. Sogar mit Meeresblick. Ist ein Selbstmordhaus beschissen, loszuschlagen. Merk dir das, falls du deinem Bruder jemals was heimzahlen willst. Danke für den Tipp. Guten Morgen, Alan. Morgen, Jake. Satan. Guten Morgen, Schatz. Zwei Becher Kaffee? Du hattest eine Freundin über Nacht? Ja, hatte ich. Du hast sie wohl nicht auf die Falltür locken können. Charlie, ich habe keine Zeit mehr für einen Kaffee und... Oh, hallo? Hallo. Chelsea, das ist meine Mutter. Mom, das ist Chelsea. Sehr erfreut. Ja, freut mich auch. Willkommen zurück in den Staaten. Danke. Wo war ich denn? Charlie sagte, sie wären in Italien. Weißt du, Chelsea, wenn ich zu viel getrunken habe, erfinde ich manchmal Geschichten und... Es ist vieles geflunkert. Na, das nenne ich ja mal einen Verlobungsring. Danke. Weiß Ihr Verlobter denn von dem da? Aber natürlich, weil der da es ist. Willst du den Kaffee im Reisebecher mitnehmen? Wir sind verlobt und deine Mutter weiß es nicht? Sie wüsste nicht mal, wo ich wohne, wenn sie mir nicht das Haus verkauft hätte. Wann wolltest du ihr von mir berichten? Bei der Hochzeit? Also, danach darf man sich doch sicher noch ein Jahr Zeit lassen. Schäm dich, Charlie. Es tut mir so leid. Schon in Ordnung, Schatz. Ich bin daran gewöhnt. Obwohl ich mich über einen Anruf gefreut hätte. War mir ein Vergnügen. Bitte entschuldigen Sie mich. Also, möchtest du jetzt einen Reisebecher? Charlie, du hast deine Mutter tief gekränkt. Was ist daran so witzig? Gar nichts. Ich bitte um Respekt. Was stimmt denn nicht mit dir? Dasselbe wie immer, nichts Neues. Riecht das nach Hintern für dich? Schön, dass du rübergekommen bist. Das hatten wir doch ausgemacht. Ja, aber ich dachte, du bist noch sauer auf mich. Ich bin nicht sauer, Charlie. Ich bin nur tief enttäuscht. Also, mir wär's lieber, wenn du sauer wärst. Warum das? Weil der Sex heiß ist, wenn man sauer ist. Tief enttäuschter Sex ist, naja, da kann man ja gleich heiraten. Putz dir einfach die Zähne. Ich putze. Ich kann ja verstehen, dass dein Verhältnis zu deiner Mutter nicht einfach ist. Aha. Das macht es nur nicht leichter für mich. Du musst sie ja nicht sofort abstoßend finden. Lass dir Zeit, es kommt schon von ganz allein. Das ist gar nicht witzig. Wenn ich in deine Familie einheirate, will ich auch, dass wir uns verhalten wie eine Familie und füreinander da sind. Bei meiner Familie heißt das entweder oder. Dann will ich es mal so sagen. Ich gehe mit deiner Mutter am Dienstag Mittagessen. Du machst was? Ich will nicht mitmachen bei eurer kindischen kleinen Familienfehde. Das ist doch keine kindische Fehde. Manu! Komm schon, Charlie. Ich will eine gesunde Beziehung zu deiner Mutter aufbauen. Was ist falsch daran? Na, das kann ich dir sagen. Du willst das als Erste? Und auch als Letzte. Mach's doch nicht so dramatisch. Nein, 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 nein. Ich mach's noch nicht dramatisch genug. Ich sollte Strumpfhosen anziehen und einen Schädel in der Hand halten. Am besten ihren. Das ist doch nur ein kleines Essen. Das hat Hitler auch von der Tschechoslowakei gesagt. Er hat gesagt, es wäre nur ein kleines Essen? Vielleicht wollte er es auch als Vorspeise. Guckst du keine Geschichtsdokus? Ich will dir damit doch nicht wehtun. Hast du dir schon mal überlegt, dass ich Zeit mit deiner Mutter verbringe, um dich besser kennenzulernen? Chelsea, glaub mir. Alles, was du durch den Filter meiner Mutter über mich erfährst, wird unsere Beziehung schneller beenden, als wenn du mich mit einem Schaf im Bett erwischen würdest. Nur die Ruhe, es wird alles gut werden. Das hat Hitler auch zu Polen gesagt. Nur zu deiner Information. Du hast mir deine Mutter auch noch nicht vorgestellt, seit wir uns kennen. Meine Mutter ist in Illinois. Ach ja, und meine Mutter ist in Italien. Meine Mutter lebt wirklich in Illinois. Und nebenbei gesagt, wenn du sie kennenlernst, wirst du deinem Schöpfer für deine wundervolle Mutter dankbar sein. Weißt du was? Ich tausche sie ein, ungesehen. Meine Mom gegen deine. Charlie. Ich gebe dir auch noch Alan und ein paar Filetsteaks dazu. Komm mal her. Nein.
Ich mag nicht. Ich bin zu verstimmt. Okay. Gute Nacht. Tut mir leid, ich kann meine Gefühle nicht von meinem Körper trennen. Kann ich verstehen. Damit will ich dich nicht bestrafen. Ich meine, wenn mein Herz nicht Anteil nimmt, dann macht mein Penis doch nur Gymnastik. Und das wollen wir doch keinesfalls. Gute Nacht. Gute Nacht. Chelsea, ich bin nicht mehr verstimmt. Charlie, bitte, ich schlaf schon. Ich weiß. Kannst du nur bitte so weit aufwachen, dass es nicht pervers ist? Na schon gut, schlaf weiter. Darf ich Sie bitte daran erinnern, dass sich das Haus in Malibu Beach direkt am Strand befindet? Der Vorbesitzer genoss eine spektakuläre Aussicht, während er sich die Taschen mit Steinen füllte und in den Pool sprang. Ja, aber... Mom? Augenblick. Nein, das ist doch kein Selbstmordhaus. Es ist schlimmstenfalls ein Selbstmordnebengebäude. Na schön, kommen Sie auf mich zurück. Was willst du denn hier? Darf ich meine Mutter nicht mal bei der Arbeit besuchen? Naja, von mir aus darfst du, aber ich arbeite schon 20 Jahre hier und du warst noch nie da. Ja, wenn du mir vielleicht das Parken erleichtert hättest. Oder irgendwas in meinem Leben. Was willst du, Charlie? Also, zunächst mal wollte ich mich dafür entschuldigen, dass ich dir meine Verlobung mit Chelsea verschwiegen habe. Ich weiß, es ist egoistisch von mir gewesen. Danke. Gut, dass wir das aus dem Weg geräumt haben. Wie ich hörte, geht ihr morgen Mittag zusammen essen? Ja, das tun wir. Ist das ein Problem? Nein, nein. Freut mich sehr. Ich bin extra hierher gefahren, um dir zu sagen, dass es mich freut. Aha. Also gut. Legen wir jetzt die Karten auf den Tisch. Was hast du vor? Was? Ich hab nichts vor. Ja, und ich bin nicht verkatert. Also, Charlie, wenn du diese Frau wirklich heiraten willst, will ich nicht auf dem falschen Fuß mit ihr anfangen. Ich will mit ihr nicht denselben Fehler machen wie mit Alans Frau June. Judith. Und wenn schon. Grässliches Weib. Aber trotzdem, hätte ich das vorhergesehen und hätte sie in der Familie willkommen geheißen, hätte sie mich nicht während der wichtigsten Entwicklungsjahre von Jake ferngehalten und ich hätte ein besseres Verhältnis zu ihm. Willst du denn ein besseres Verhältnis zu ihm? So wie er heute ist, keinesfalls. Aber wenn ich vorher an ihn rangekommen wäre, würde er sich jetzt nicht benehmen wie eine Kloratte. Also läuft es darauf hinaus, dass du ein gutes Verhältnis zu Chelsea willst, um deine Krallen in die nächste Generation zu schlagen? Darf ich nicht einfach eine liebevolle Mutter und Großmutter sein? Naja, du darfst das bestimmt, aber in den 40 Jahren meines Lebens bist du es nie gewesen. Evelyn Harper? Oh, hallo, Dr. Yakimura, was gibt's? Na, das sind ja wirklich gute Neuigkeiten. Und welche Adresse genau? Ein gutes Viertel. Danke für den Tipp. Gute Neuigkeiten? Schwerer Herzinfarkt in Brentwood. 6 Schlafzimmer, 4 Bäder und ein voll ausgestatteter Fitnessraum, den der Idiot nicht hätte benutzen sollen. Bitte entschuldige. Mami muss schneller losfliegen als die anderen Geier. Deine Mutter hat mich in ein bezauberndes kleines Restaurant mitgenommen. Was du nicht sagst. Es heißt Mon Grenier du Vivre. Weißt du, was das heißt? Bestimmt das Netz der schwarzen Witwe. Charlie. Des Teufels Barbecue? Lass das. Entschuldigung. Bestie im Schlafrock? Worüber habt ihr gesprochen? Über alles. Sie ist so gebildet und witzig. Und sie hat so viel durchgemacht, eine echte Überlebenskünstlerin. Nur vergiss nicht, damit sie überleben konnte, mussten andere ihr Leben lassen. Also das reicht jetzt wirklich. Deine Mom ist eine wundervolle Frau. Allmählich fange ich an zu glauben, dass deine Probleme mit ihr deine Probleme sind und nicht ihre. Oh, verdammt, zu spät.
Du bist auch mit dem Virus infiziert. Hör auf, Charlie. Tut mir leid, aber wenn du nachher eingeschlafen bist, muss ich dich leider verbrennen, Chelsea. Hörst auf. Du kannst mir glauben, wenn du meine Mutter kennenlernst, wirst du Gott für Evelyn danken. Was ist denn deine Mutter? Ein tollwütiger Werwolf, der die Menschen mit glühender Lava vollkackt? Vergessen wir jetzt meine Mutter. Spielen wir. Ja, ich weiß nicht. Warum denn? Dieses Gerede über Mütter verdirbt mir die Stimmung. Wollen wir wetten, dass ich das ändern kann? Ja, aber das wäre doch eine billige Manipulation. Na schön, aber komm mir bloß nicht wieder mitten in der Nacht so nah. Keine Sorge. Gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Denk nicht mal dran, mein Lieber. Alan, du musst mir einen Gefallen tun. Das ist doch mein Lebensinhalt. Sarkasmus ist was für Siegertypen. Was kann ich für dich tun? Chelsea hat sich irgendwie in den Kopf gesetzt, dass Mom sowas wie ein Mensch ist. Und du musst sie jetzt aufklären. Warum hast du das nicht? Hab's versucht, aber sie glaubt mir nicht. Bestimmt, weil das mir was Anständiges geworden ist. Sie muss über Mom von jemandem aufgeklärt werden, dessen Leben rettungslos verkorkst ist, also von dir. Danke. Und was soll ich ihr bitte sagen? Keine Ahnung, erzähl ihr was über deine Phobien, deine Zwanghaftigkeit, dass du ein Versager im Beruf, als Vater und in der Ehe bist. Dann sieht sie klar. Ach, weißt du, lieber nicht. Ach, komm schon. Ich helfe dir doch auch immer, wenn du mich brauchst. Wann hast du mir denn jemals geholfen? Okay, jetzt bleiben wir mal bei meinem Problem. Charlie, ich gebe ja zu, dass wir eine schwierige Kindheit hatten, aber wer hatte schon eine gute Kindheit? Sollten wir nicht vergeben und vergessen? Woher hast du denn den Blödsinn? Ich will damit nur sagen, vielleicht wäre unser Leben reicher, wenn wir unserer Mutter gegenüber nicht mehr so feindselig wären und einfach unser Leben weiterleben würden. Sie hat dich eingewickelt. Das ist doch albern, Charlie. Was hat sie getan? Dein Auto abbezahlt? Hat sie dir den toten schwarzen Zahn machen lassen? Wenn du dich hören könntest, ich muss jetzt zur Arbeit. Langsam? Was? Deine Armbanduhr. Was ist damit? Da sind nicht mehr Ernie und Bert auf dem Armband. Und? Zeig mal her. Nein, das ist meine. Zeig mal her! Zeig her! Das ist ja eine Rolex. Du hast mich für eine Uhr verraten. Hey, ich hab dich nicht für eine Uhr verraten. Ich hab dich für einen Schweizer Chronometer verraten. Stainless Steel Submariner. Bis 300 Meter wasserdicht. Und hier, Automatikuhrwerk. Trag sie am rechten Arm, dann läuft sie ewig. Oh, gute Idee. Oh, das habe ich auch gekriegt. Eine schneeweiße Korallenkrallendung. Und der Zahnarzt kam auch aus der Schweiz. Und der Zahnarzt kam auch aus der Schweiz. Hey, Jake, tu mir einen Gefallen. Ich sag kein böses Wort über Oma. Okay, was hat sie dir gekauft? Eine Gitarre? Ein Minibike? Pizza. Du hast mich echt für eine Pizza verraten? Nicht für eine einfache Pizza, für eine Fleischfresserpizza. M steht für die Martha, die sie uns zufügte. U für Unterjochung und die Qual. T für Treulust, denn das ist mein Bruder. Noch ein T fürs Trampel, seinen Sohn. Nein, es ist wahr. Die bleichen heute alles, was du willst. Ehrlich? Das muss ja brennen wie die Hölle. Wie eine Zigarre, die du ausdrückst. Aber das ist es wert. Man muss nicht nur die Vordertür hübsch gestalten. E für ekelhafte Frauenthemen. Oh, hey, Schatz. Wie war's beim Shoppen? Mom, ein paar neue Seelen gefunden? Charlie, das ist unhöflich. Schon in Ordnung, Chelsea. So ist er nun mal. Er kann auch anders sein. Es gibt keine Entschuldigung für deinen Umgang mit deiner Mutter.
Du musst es ja wissen. Evelyn, ich danke dir für den wundervollen Tag. War mir ein Vergnügen. Schön zu wissen, dass wenigstens du mich schätzt. Gehen wir morgen zum Yoga? Unbedingt. Oh, und natürlich kommst du am Samstag mit Charlie zum Essen. Mit Vergnügen. Chelsea, du weißt doch, dass wir am Samstag schon was vorhaben. Nein, weiß ich nicht. Och, kannst du nicht mitspielen, um Gottes Willen? Wir kommen gern. Wunderbar. Ciao, ciao. Bist du stolz auf dich? Warum denn? Ich hab doch eben verloren. R für den Revolver in meinem Mund. Buchstabiert ergibt es das Wort Mutter. Ein Wort, das mich mit Angst und Furcht erfüllt. Hallo, ich bin Alain Cousteau. Ich habe die Calypso genau um 17 Uhr verlassen. Ich bin jetzt auf einer Tiefe von 60 Faden. Und doch läuft mein Rolex immer noch wie ein Uhrwerk. Oh, da, ein riesen Tintenfisch. Alan? Ja? Was machst du denn da? Ich kann's dir nicht sagen. Es ist Samstag und ich bin allein. Weißt du, wo Charlie ist? Wir sollen um 7 bei eurer Mutter sein. Oh, das wird eng werden. Hast du ihn gesehen? Nein. Hast du es mal auf seinem Handy versucht? Ja, er geht aber nicht ran. Ich mach mir Sorgen. Chelsea, ich bin wieder da. Gott sei Dank. Und ich tauche wieder ab. Wo warst du denn? Ich habe eine kleine Überraschung für dich besorgt. Kommen Sie rein. Mom? Oh, du Süße. Oh, du warst aber schon mal dünner, was? Was machst du hier? Tja, ich habe sie aus Illinois eingeflogen. Erster Klasse, das war vielleicht protzig, obwohl mir ein reicher jüdischer Anwalt fast das Ohr abgeplappert hätte. Erzählen Sie ihr doch mal vom Essen. Oh, das Essen war wunderbar. Aber der Steward war ein schwarzer Homo. Ich bin wirklich froh, dass sie die Brötchen mit Zangen anfassen. Ich will mir ja kein AIDS einhandeln. Wir gehen zu meiner Mutter essen. Ich hoffe, Sie sind nicht satt. Das ist ja wirklich reizend. Jetzt müssen Sie mir mal ehrlich sagen, Charlie, Sie mit Ihren dunklen Haaren haben doch sicher Spaghettifresser unter Ihren Vorfahren, nicht? Gott, ich liebe deine Mom. Das war das schlimmste Dinner meines Lebens. Ach ja? Unsere Mütter haben sich doch gut verstanden. So wie die Stadtmaus und die Feldmaus. Ich hab's besonders schön gefunden, als die Feldmaus ihre Schuhe weggekickt hat, ihre fetten, entzündeten Fußballen auf den Mahagonitisch der Stadtmaus legte und fragte, wie sie's findet, dass ein kommunistischer Araber unser Präsident ist. Ich hab verstanden, Charlie. Verstanden? Was hast du denn verstanden? Du lässt meine Mutter in Ruhe und ich lass deine in Ruhe. Tja, also ich weiß nicht genau. Ich bin echt angetan von deiner Mom. Weißt du? Sie will mir beibringen, wie man Tabak kaut, während man ein Kreuz anzündet. Wollen wir uns jetzt einigen oder nicht? Doch. Komm her. Ich bin nicht in Stimmung. Na schön. Aber rubbel nicht mitten in der Nacht an mir rum. Keine Sorge, das tue ich nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gut, ich hab geblufft. Du darfst an mir rubbeln. Rubbel dich selbst. Chelsea? Was ist? Guckst du mir zu, dann ist es nicht so pervers. Men, 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 men
In meinem kleinen Auto, da fühle ich mich zu Haus. Es hat vier runde Räder und sieht so niedlich aus. Es sind darin vier Sitze. Badam, badam. Was machst du da? Ich baue einen Original 78er Firebird. Ist von eBay. Aha. Warum? Ich habe das Modell als Kind gehabt, weißt du noch? Ich habe einen Monat gebraucht, bis ich es gebaut und die Abziehbildchen drauf hatte. War das der Wagen, aus dem ich einen Bong machen wollte? Nein, das war mein Monstermobil. Und meine Baurednerpuppe. Und mein Rock'em Sock'em Roboter. Meinen Firebird hast du mit Moms Haarspray und einem Feuerzeug abgefackelt. Oh ja, der Firebird. Jedenfalls hatte ich das Modell gern und jetzt hab ich's wieder. Daran wird sich doch nichts ändern, oder? Ganz ruhig. Wenn ich ein Auto von dir abfackeln will, dann mache ich's mit dem Schrotthaufen, den du in meiner Garage abgestellt hast. In meinem Auto wohnen vier Sitze klein und fein. Ich fahr darin und träume vom lieben Sonnenschein. Mein Bruder macht mir Sorgen. Wieso? Weil er entweder so einsam ist, dass er seine Kindheit wiederholen muss, was ich nicht begrüßen würde. Oder er hat einen trickreichen Plan entwickelt, um zu verbergen, dass seine Blödheit vom Klebstoffschnüffeln kommt. Das mit dem Kleber wäre mir lieber. Ich wollte sowieso mit dir über ihn reden. Soll ich ihn rauswerfen? Danke, das liebe ich so an dir. Nein, nein, ich mag ihn echt gern. Ich wollte dir schon sagen, dass ich eine Freundin habe, die vielleicht zu ihm passt. Oh nein, die hast du nicht. Ach komm schon, Charlie. Hör dir das an. Ich fahr mit meinem Auto, das ist für mich ein Traum. Ich fahr darin und traue. Das tust du doch deiner Freundin nicht an. Er hat noch nicht die richtige Frau gefunden, er ist noch etwas verspielt. Er hat schon die richtige Frau gefunden, er muss sie nur jedes Mal aufpusten. Lass es mich versuchen. Es wird bestimmt sehr nett, wenn wir zu viert essen gehen. Für wen? Schlimm genug, dass du deine Freundin bestrafen willst. Warum auch mich bestrafen? Kannst du nicht mal einen Abend deines Lebens opfern, um zwei Menschen zusammenzubringen? Das ist unfair. Ich trete immer ins Fettnäpfchen, wenn ich so eine Frage ehrlich beantworte. Tu es doch für mich. Hieß das ja? Vergiss deine Worte nicht, wenn wir heute ins Bett gehen. Welche Worte? Tu es doch für mich. Also jedenfalls ist er Charlies Bruder und wirklich attraktiv und nett. Er wird dir sicher gefallen. Oh Mann, ich weiß nicht. Blind Dates? Da weißt du doch nie, auf was für einen schrägen Freak du reinfällst. Du weißt gar nicht, wie sie heißt. Nein. Und du weißt nicht, was sie macht. Nein. Und du weißt nicht, wie sie aussieht. Was interessiert dich das? Du hättest heute Abend sonst ein Modell von Ein toller Käfer zusammengeklebt. Mit Herbie bin ich gerade fertig geworden. Jetzt klebe ich den Trans Am von Burt Reynolds zusammen. Okay, okay. Versprich mir bitte, dass du heute Abend nichts davon erwähnst. Warum? Warum? Du fragst mich, warum ein 40-Jähriger bei seinem ersten Date nicht seine Modellautos erwähnen soll? Ich weiß, was du meinst. Man will sich ja noch steigern. Ja, genau das habe ich gemeint. Komm. Oh, da wir gerade von Steigern reden, ich bin im Augenblick der Höchstbietende für eine Scooby-Doo-Mystery-Machine im Originalkarton. Wie sehe ich aus? Ich will dich nicht gern verletzen. Du bist, wie du bist. Das, Chelsea. Wir kommen zu spät. Nein, nein, wir waren zu früh hier. Ach, gut. Charlie, Alan, meine Freundin Rose. Rose, das sind Charlie und Alan. Sehr erfreut, Alan. Nein, das ist Charlie. Oh, ist ja noch besser. Hi, Alan. Hi. Warum setzen wir uns nicht? Da wüsste ich viele Gründe. Chelsea hat mir schon wahnsinnig viel über sie erzählt. Endlich lerne ich sie mal kennen. Alan, wie ich hörte, sind sie Chiropraktiker. Ja, ich bin Chiropraktiker. Charlie? Ja, er ist Chiropraktiker. Oh, das ist ja echt fantastisch.
Und was machen Sie, Charlie? Ich schreibe Kinderlieder und Jingles. Alan? Ja. Er schreibt Kinderlieder und Jingles. Und ich bin Chiropraktiker. Ja. Er ist Chiropraktiker. Sie lassen nicht viel von sich raus, oder? Offenbar nicht, nein. Und, Chelsea? Woher kennst du... Rose. Genau. Rose. Aus dem Yogakurs. Ach, wirklich? Ja. Und dann haben wir uns zufällig beim Pilates getroffen und bei der Maniküre und beim Joggen und in der Reinigung. Verrückt, hä? Allerdings, verrückt. So, als wäre sie jedes Mal da gewesen, wenn ich mich umdrehte. Nein, es kam mir so vor, als wärst du immer da gewesen. Ich dachte schon fast, du stalkst mich. Sehr witzig. Der war gut. Ja. Wünschen Sie einen Aperitif? Ich würde sagen, ich bleib heute lieber nüchtern. Aber trinkt ihr nur was? Ich trinke einen Chardonnay, bin gleich wieder da. Ich komme mit dir. Ich nehme einen doppelten Wodka Rocks. Ich glaube, ich werde mich heute gehen lassen. Süße Persönlichkeit, hä? Ja. Leider hat sie davon nicht nur eine, sondern 15. Und für Sie, Sir? Whisky ohne alles. Seit wann trinkst du harte Sachen? Seit gerade eben. Wenn ein Glas Crack auf der Karte wäre, würde ich es auch nehmen. Ein wahres Wort. Wieso hast du denn nichts gesagt? Ich bin deinem Beispiel gefolgt. Welchem Beispiel? Ich hab sie gesehen und hab mir fast in die Hose gemacht. Also bin ich deinem Beispiel gefolgt. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Wir spielen mit, würde ich sagen. Bist du verrückt geworden? Wieso denn das? Soll ich etwa mit der Wahrheit rausrücken, Alan? Oh, Chelsea, fast hätte ich's vergessen. Ich hatte mit deiner besten Freundin einen One-Night-Stand. Zum Dank dafür hat sie meinen Sack an die Schenkel geklebt und ist meine Stalkerin geworden. Ach, und dann habe ich mich in sie verliebt und bin ihr nach England gefolgt. Und als sie von dort zurückkam, dachte ich muss sterben und habe sie fast gefragt, ob sie mich heiratet. Ja, es hört sich wirklich nicht gut an, wenn man so erzählt, Bruderherz. Deshalb spielen wir lieber mit, bis ich rausgefunden habe, worauf Rose aus ist. Soll ich etwa was mit ihr anfangen? Ach, bild dir keine Schwachheit, nein, es geht nicht um dich. Sie ist an mir interessiert. Bin ich etwa nicht gut genug für sie? Was soll die Frage? Willst du die Irre etwa zur Freundin? Nein! Aber andererseits habe ich gerade keine. Jetzt hör mir mal zu. Das hier ist ein Blind Date, das keine Folgen hat. Hast du verstanden? Ja. Er gefällt dir. Na toll. Ich glaube, zwischen den beiden stimmt die Chemie. Wahrscheinlich, weil sie beide dieselben Pillen nehmen. Aber mach dir mal keine Hoffnungen. Warum denn nicht? Sie ist nicht sein Typ. Wie kommst du darauf? Sie ist klug, hübsch, reich. Okay, dann ist er nicht ihr Typ. Das ist doch verrückt. Ich weiß. Wir haben uns doch eben erst kennengelernt. Oh. Nein, nein. Nicht doch, du Idiot. Morgen, Charlie. Morgen. Ich hätte ihn in der Wiege ersticken sollen, als es noch ging. Da nimmt man sich einen Tag für ein Pokerturnier frei und schon verpasst man hier die tollsten Sachen. Sie sagten noch, Sie wären krank? Ich wurde geheilt. Es war ein Wunder. Darf ich wissen, was läuft? Chelsea hat für Alan ein Blind Date mit einer Freundin aus ihrem Yogakurs arrangiert. Und was hat Rose damit zu tun? Sie ist die Freundin. Oh, wie diabolisch. Weiß Chelsea was davon? Chelsea hat keine Ahnung und ich will, dass es auch so bleibt. Okay. Und warum spielt Alan damit?
Weil Alan ein geiler Idiot ist. Und geile Idioten wollen unbedingt Sex mit verrückten Frauen haben. Ja, ich weiß, aber ich habe gelernt. Hast du das gesehen? Ja, allerdings. Ich sagte doch, dass es zwischen ihnen funkt. Habe ich es nicht gesagt? Doch, hast du. Ich mache mir nur Sorgen, weil es so schnell geht. Ja, das ist auch meine größte Sorge. Haben Sie Rose schon kennengelernt, Bertha? Ach, was soll's. Ich fahr nach Hause. Gute Besserung. Lass das, hör auf. Willst du wohl aufhören? Hallo? Setz dich. Du weißt, dass ich Besuch hab? Ja, ich weiß, dass du Besuch hast. Setz dich! Okay. Was ist? Erklär's mir bitte, Alan. Hilf mir, das zu verstehen. Du meinst Rose? Nein, ich meine den Verbrennungsmotor. Ja, Rose! Wir haben uns auf der Heimfahrt gestern Abend unterhalten und sind voll aufeinander abgefahren. Sie hat sich geändert, Charlie. Geändert? Sie hat meine Verlobte gestalkt, du Spinner. Das hat sie mir erklärt. Das war ganz anders. Ach ja? Mhm. Und was hat sie gesagt? Also, ich weiß es nicht mehr, weil sie mir ständig in die Brustwarzen gekniffen hat. Oh. Hi, Charlie. Also, Rose, was hast du vor? Wie meinst du das? Merk dir das jetzt gut, Rose. Ich liebe Chelsea und wenn du uns dazwischenfunkst, werde ich dir das niemals verzeihen. Wow. Was habe ich getan, dass du mich so verletzt? Das soll wohl ein Witz sein. Ja. Also, nochmal. Was hast du vor? Okay. Zu Anfang habe ich nur eine winzige, oberflächliche Recherche gemacht, ob du es vielleicht mit einer Irren treibst. Du dachtest, Chelsea wäre vielleicht... Weiter. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie ist nicht irre. Sie hat eine Cousine, die ist Fernfahrernutte. Und ihre Mom ist Kliegel ehrenhalber im Ku Klux Klan. Aber Chelseas Weste ist weiß. Kliegel? Also laut Wikipedia steht es im Rang unter Klugel, aber über Cretin, soviel ich weiß. Und wenn schon, aber was hast du mit der Küchenhilfe hier vor? Mit Alan? Naja, das war Chelseas Idee, nicht meine. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Ehrlich? Tut mir leid, Liebling, aber ich dachte, ein Doppeldate mit Charlie und seiner Verlobten könnte peinlich werden. Könnte peinlich werden? Als ich dich da sitzen sah, hat sich mein Hintern so schnell zusammengekniffen, ich hätte ihn als Zigarrenschneider nehmen können. Ja, du hättest dein Gesicht sehen sollen. Jedenfalls hat sich alles zum Besten entwickelt. Letzte Nacht habe ich an deinem Bruder eine Seite entdeckt, die mir unbekannt war. Welche Seite? Er hat doch nur zwei. Oh nein, da kommt er und oh gut, er geht wieder. Weißt du, Charlie, das hat doch nichts mit dir und Chelsea zu tun und auch nichts mit dir und Rose. Was zählt ist, wir mögen uns sehr und wollen uns weiter treffen. Und wir möchten dich um deinen Segen bitten. Dann willst du also wirklich mit ihm zusammen sein? Ja, ich will. Und du glaubst an ihre ehrlichen Absichten in guten wie in schlechten Zeiten? Ja, ich will. Gut. Und hiermit erkläre ich euch zu Spinner und Durchgeknallte. Möge Gott euren Seelen gnädig sein. Yay! Ich glaube, das war nicht unbedingt ein Segen. Ist doch unwichtig. Was machen wir heute Nachmittag? Oh, also ich muss Jake abholen. Ich habe ihm versprochen, dass ich mal mit ihm ins Kino gehe als Vater-Sohn-Verbrüderung. Oh, wie süß von dir. Na dann, ruf mich doch an, wenn wir uns wieder treffen sollen. Gern. Du kannst mich auch anrufen. Okay. Hallo? Oh, Jake, Gott sei Dank.
Ach, nichts. Warte, da ruft noch jemand an. Hallo? Ja, Rose, das ist meine Nummer. Wie hat dir der Film gefallen? Er war eine Beleidigung meiner Intelligenz. Ach, echt? Man weiß doch, dass Zombies nicht Motorrad fahren können. Ja, das hat mich auch gestört. Und warum tragen die Helme? Die sind tot. Gutes Argument. Ich kapier nicht, wozu die heute noch Filme drehen. Nächstes Mal wählst du. Jedenfalls wollte ich gern was mit dir besprechen. Ach komm schon, es war nur ein Furz während der Vorschau und alle haben lachen müssen. Nein, nein, das ist es nicht. Ich wollte dir nur sagen, ich habe eine neue Freundin und du wirst sie vielleicht bald kennenlernen. Ah, okay, gut. Du hast kein Problem damit? Nein, gar nicht. Du brauchst doch eine Freundin. Findest du? Ja, das mit den Modellautos macht mich langsam fertig. Also, mal im Ernst, du bist erwachsen. Was ist denn? Wieso hast du nicht angerufen? Hi, Rose. Hey, Jake. Und wer ist deine neue Freundin? Man. Vielen Dank, dass du mir meinen kleinen Ausbruch im Auto verziehen hast, Alan. Deine Entschuldigung war aber auch mehr als überzeugend. Aber wir müssen uns mal über Grenzen unterhalten. Das war doch nur mein kleiner Finger, Alan. Nein, nein, das war schön. Ist es vielleicht, weil ich dir und Jake ins Kino gefolgt bin? Du bist uns gefolgt? Nein. Hör zu, Rose. Ich hab dich sehr gern, aber jeder braucht gewisse Freiräume und die musst du respektieren. In Ordnung. Dann verstehen wir uns? Ja, tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Mann, dieser Alan Harper war mir ja völlig unbekannt. Aha. Energisch, selbstsicher. Danke. Ich mag ihn allerdings nicht besonders. Morgen, Charlie. Morgen, Rose. Alan will seinen Freiraum, den darf er haben. Okay. Grüß Chelsea von mir. Mach ich. Oh, ich habe kein gutes Gefühl. Alan? Ja? Alles in Ordnung? Könnte besser sein. Ich komme jetzt rein. Hi. Hi. Beeindruckend. Ist nicht von mir. Was du nicht sagst. Was ist es? Oh, das ist ja der Trans Am von Burt Reynolds. Yep. Kannst du mir sagen, warum er auf deinem Behindertenparkplatz parkt? Er parkt nicht, er klebt. Ah, Rose? Rose. Hab dich gewarnt. Hast du. Hast du drauf gehört? Nein. Okay, gute Fahrt. In meinem kleinen Auto, da sieht es klebrig aus. Scooby-Dooby-Doo, wo bist du? Wir haben jetzt Arbeit für dich. Scooby-Scooby-Doo, wo bist du? Ich brauche Hilfe für mich. Dass es zwischen Alan und Rose nicht geklappt hat, tut mir leid. Mir auch. Furchtbar. Das Problem ist, sie waren viel zu früh zusammen in den Federn. Das Problem ist, dass er im Nachttisch keinen Klebstoffverdünner hat.
Was meinst du damit? Dasselbe, was du meinst. Au! Was ist denn mit ihm? Kleinwagenunfall. Man. Man, 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 manly man, 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 man. Oh, komm schon, Chelsea. Geht's dir ums Geld? Ich übernehme gern die Miete für dein Apartment. Es geht mir nicht ums Geld, du Idiot. Ich find's nur total lächerlich, dass wir verlobt sind und nicht zusammenziehen. Entschuldige bitte, wenn ich vielleicht altmodisch bin, aber ich fühle mich einfach nicht wohl bei dem Gedanken, dass wir in Sünde leben. Schlafen wir jetzt nicht mehr miteinander? Doch, doch. Es ist nicht die Sünde, gegen die ich was hab, sondern dass wir darin leben. Charlie, warum sollte ich meinen Mietvertrag verlängern, wenn ich sowieso jede Nacht hier bin? Und ich hab dich gern jede Nacht... Riech ich deine Gurke? Nein, ich will sie selber essen. Aber du hast fast aufgegessen und deine Gurke liegt noch da. Ich will sie als letztes essen. Du hältst dich wohl für vornehm. Hier hast du noch Gurke, halt die Klappe. Total verbohrt. Nenn mir einen guten Grund, warum ich nicht hier wohnen soll. Ich kann dir mehrere nennen. Oh, das wird gut. Du meinst sofort? Tanz, Äffchen, Tanz. Okay, da wäre das Sicherheitsproblem. Du solltest dein Apartment aus demselben Grund behalten, aus dem ein Flugzeug Sauerstoffmasken hat und ein Kreuzfahrtschiff Rettungsboote. Wenn nämlich die Titanic Rettungsboote gehabt hätte, wären Leonardo und Kate heute noch im Altersheim zusammen. Hoppla. Du vergleichst unsere Beziehung mit der Titanic? Eine Falle, eine Falle. Nein, natürlich nicht. Ich fand den Film übrigens sehr romantisch. Danke, dass du mich gezwungen hast, ihn nochmal anzusehen. Zu hoch gepokert, das schafft er nicht. Es ist reine Zeitverschwendung, mit dir zu reden. Wo willst du denn hin? Nach Hause. Siehst du? Da haben wir den Beweis. Wo solltest du jetzt hingehen, wenn du nicht dein eigenes Apartment hättest? Na, hat's euch Spaß gemacht, das mit anzuhören? Hä? Wie bitte? Ich fand's gut. Kannst du nicht schlafen? Nein. Dass Chelsea bei mir einziehen will, macht mir ziemlich zu schaffen. Wieso bist du auf? Mir war klar, dass du hier draußen sitzt und dich wegen dieser Umzugsnummer ins Koma saufen willst und ich wollte dabei sein. Danke. Ich sag's ja nicht gern, aber Chelsea hat recht, fürchte ich. Das darfst du ruhig sagen. Oh, sagte ich sag's ja nicht gern. Ich meinte, es freut mich, das zu sagen. Aber bewundernswert fand ich's schon, wie tapfer du deine aussichtslose Lage verteidigen wolltest, indem du eure Beziehung mit der Titanic verglichen hast. Heldenhaft. Ach, komm schon. Wer weiß schon noch die Namen von Schiffen, die nicht gesunken sind? Klar, was Zeppeline betrifft, kenne ich auch nur die Hindenburg. Du warst aber schon mal besser. Früher hat sowas noch funktioniert. Ja, damals bei deinen Silikonsimpelchen. Leider ist Chelsea zu klug für diese Tour. Ja, und sie hat kein Gramm Silikon in ihren Babys. Pech. Dann schulde ich Butter 5 Mäuse. Aber nochmal zum Thema. Warum hast du so eine Angst davor, dass sie hier einzieht? Ich habe keine Angst, dass sie hier einzieht, dass sie nicht wieder auszieht. Davor habe ich Angst. Das heißt, du rechnest schon damit, dass sie Schluss macht? Ach komm schon. Warum sollte ich denn davon ausgehen, dass das anders enden wird? Naja, weil sie vielleicht zu einer langfristigen Beziehung fähig ist und du könntest dich ändern. Das glaubst du doch selbst nicht. Nein, ich wollte dir nur beistehen. Davon merke ich aber nicht viel. Ich gebe mir auch keine große Mühe. Ich will dich mal was fragen. Was hast du dir denn vorgestellt, wie es wird, wenn ihr heiratet? Ehrlich gesagt, habe ich so weit nie vorausgedacht.
Ich hab gedacht, wir könnten die Verlobung ein paar Jahre ausdehnen. Und was dann kommt, wer weiß das schon. Vielleicht sterbe ich ja bis dahin oder sie wird dick. Hut ab, dass du ihr damit nicht während eures Streits gekommen bist. Es war nicht leicht. Du weißt, was du tun musst. Müssen tue ich schon mal gar nichts, Alan. Wenn es schon einen Vertrauensbruch darstellt, dass ich nicht mit ihr zusammenwohnen will, kann sie ja die Verlobung lösen und mich von mir aus verlassen. Was sie bestimmt tut. Du weißt, was du tun musst. Ja, ich weiß, was ich tun muss. Hast du mich fertig gequält? Ja, fast. Ich bin der König der Welt! Jetzt bin ich fertig. Hier. Was ist das? Alans Hausschlüssel. Und warum? Weil ich will, dass du zu mir ziehst und ich keine Zeit für den Schlüsseldienst hatte. Und ich habe mich gestern über ihn aufgeregt. Du bist fest entschlossen. Ja. Ich habe es mir überlegt und du hattest recht. Aha. Was nicht heißen sollte, dass ich Unrecht hatte, aber gut, ich hatte Unrecht. Und du weißt genau, dass du mich bei dir haben willst? Ich bin mir da ganz unsicher. Ich hab dir gedacht, was soll's? Früher oder später passiert's ja sowieso, oder? Ach, halt die Klappe. Komm rein, ich mach uns einen Kaffee. Was soll das hier? Sagen wir, ich hab dir vertraut. Oh. 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 Das kommt nach oben ins Schlafzimmer. Vorsicht, zerbrechlich. Okay, ich hab mit denen zu reden. Ich weiß. Das steht nicht in ihrem Vertrag. Sie arbeiten für mich und nicht für sie. Und schlimm genug, dass sie es mit Zippy und dem Affen zu tun haben. Nein, Chelsea ist mir lieber als Sie, deshalb arbeite ich ab jetzt für Sie. Was? Wenn Sie Wünsche haben, sagen Sie es ihr, sie sagt's mir und wir entscheiden dann. Und ich habe nichts zu sagen? Doch, Sie haben was zu sagen. Sie haben 3 Wünsche frei. Na dann, viel Glück. Oh Mann! Es wirkt viel freundlicher mit diesen Farben, stimmt's? Naja. Oh Mann! Komm, ich zeig dir mal das Badezimmer. Oh Mann. Wie findest du's? Ich weiß nicht. Ich hab den plötzlichen Drang, mich beim Pinkeln hinzusetzen. Gefallen dir die neuen Handtücher? Naja, geht so. Was war mit den alten? Die passten nicht zu meinem Duschvorhang. Was war denn mit meinem Duschvorhang? Hat nicht zu deinen Handtüchern gepasst. So habe ich sie vielleicht besser auseinanderhalten können. Bitte sag mir, dass das einer von diesen Zen-Sandgärten ist. Das ist das Katzenklo von Sir Lancelot, das weißt du sehr gut. Sag bloß, der Kater ist hier. Klar habe ich ihn mitgebracht, was hätte ich denn sonst mit ihm machen sollen? Keine Ahnung. Ihn wieder auswildern? Du machst dich lächerlich. Hältst du es etwa für lächerlich, wenn ich möchte, dass in meinem Klo nur Menschen kacken? Gut, dann stellen wir es in der Waschküche auf. Bei meinen gewaschenen Klamotten? Vergiss es. Wo soll ich deiner Meinung nach hinstellen? Oh nein, ich glaube nicht, dass du von mir hören willst, wo ich's hinhaben möchte. Nur, es ist zu viel. Kissen, Handtücher, Duschvorhänge, Katzenklos. Ich mag's nicht und ich brauch's nicht und ich will's nicht. Was soll ich denn machen, Charlie? Soll ich ausziehen? Nein, du bist doch gerade erst eingezogen. Ich hau ab, dann ist hier mehr Platz für dich und Sir Scheißelot. Charlie! Na, alles mitgekriegt? Nein. Ich schon und ich find's überhaupt nicht gut, dass du mich Sir Scheißelot nennst.
Oh, gut, aus irgendeinem Grund finde ich meinen Hausschlüssel nicht. Ich hoffe, du bist zufrieden mit dir. Wozu damit noch anfangen? Hey. Wie hast du mich gefunden? War nicht schwer. Wenn du nicht gerade Senioren was vorliest oder die Armen speist, bist du hier. Bay Breeze mit viel Ananas, bitte. Ich bin nicht dafür geschaffen, mit einer Frau zusammenzuleben. Ich hab's versucht. Ich hab's wirklich versucht. Das ist wahr. Und zwar eine volle Stunde und 20 Minuten. Hey, Lotta schuldet mir jetzt 5 Mäuse. Charlie, so schwierig ist es auch wieder nicht, mit einer Frau zu leben. Sagte der Mann, der 2-mal rausgeschmissen wurde. Für die Frauen war es schwierig. Hast du die Salz- und Pfefferstreuer von Chelsea auf dem Küchentisch gesehen? Nein. Die sehen aus wie Hähnchen, sind aus Keramik und haben S- und P-Löcher in den Schnäbeln. Wie süß. Die wollte ich eigentlich auch schon mal bestellen. Worüber rege ich mich auf? Ich habe schon seit 6 Jahren eine Frau an meiner Seite. Das war billig. Oh, Dosenananas, wunderbar. Es sind doch nicht nur die Salzstreuer. Das sind die Schmuckkissen auf dem Bett, das sind die pastellfarbenen Handtücher im Badezimmer. Und die ganzen Kleider und die Schuhe. Oh mein Gott, die Schuhe müsstest du sehen. Sie hat fast noch mehr Schuhe als ich. Und nicht zu vergessen, sie hat auch noch ihren fetten, furzenden, verschissenen Kater mitgebracht. Was wäre die Alternative gewesen, ihn einschläfern lassen? Wieso ist mir das nicht eingefallen? Ich wollte ihn aussetzen. Von dem Kater mal abgesehen, du weißt schon, dass es falsch war, einfach so wegzurennen. Klar weiß ich's. Ich bin ein Arschloch, kein Idiot. Man kann allerdings auch beides sein. Und du weißt schon, dass es nicht um den Kater und die Kissen und um die Handtücher geht. Weißt du was? Hier sind 20 Mäuse. Erzähl mir bloß nicht, worum es geht. Oh Mann, da bringst du mich in Gewissensnöte, Charlie. 40. Nacht. Nein, ihr beide seid mir zu sehr ans Herz gewachsen. Hier, der Grund für deine Panik ist, dass du einfach... Das sind nur 20. Ach ja? Oh, war ein Versehen. Der Grund für deine Panik, aus der du weggerannt bist, war, dass du erkannt hast, dass der alte Charlie den Löffel weglegt. Aber er muss in die Gruft fahren. Es geht gar nicht anders, damit ein neuer Charlie geboren werden kann. Kommt mir logisch vor. Darf ich was fragen? Na klar. Hat der neue Charlie dann noch den alten Bruder? Aber natürlich. Und er ist für dich da. Mann, ich komm nie zur Ruhe. Wie angepisst war Chelsea denn, als ich weggerannt bin? Zu Anfang ziemlich heftig. Hast du ihr wirklich vorgeschlagen, etwas anatomisch Unmögliches mit dem Katzenklo zu machen? Ich habe ihr gar nichts vorgeschlagen. Vielleicht angedeutet. Jedenfalls habe ich es, glaube ich, für dich ein bisschen abgemildert. Ach echt? Was hast du gesagt? Ich sagte, du wärst emotional nicht reifer als 9 Jahre und dass sie Rücksicht nehmen muss. Das ist gut. Mhm. Dann ist sie nämlich selber schuld. Mhm. Und deshalb musst du jetzt nur noch nach Hause gehen, zugeben, dass du ein verängstigter Junge bist, der ihre Liebe nicht verdient, und sie um Verzeihung bitten. Im Kriechen warst du schon immer gut, was? Nicht sofort, aber meine zweite Ehe hat mich weitergebracht. Ach, hast du übrigens meinen Hausschlüssel irgendwo gesehen? Nein. Oh, Chelsea. Was war ich für ein Idiot? Mein Bruder hat mich Gott sei Dank zur Vernunft gebracht. Oh, Charlie, ich liebe deinen Bruder. Er ist so klug und maskulin und doch hat er so eine gute Intuition und feminine Klugheit. Du hast recht, ich bin neidisch und deshalb wütend auf ihn. Und verkappt schwul. Oh, hallo. Keine Sorge. Es gibt doch viel peinlichere Dinge, bei denen ich Sie erwischt habe. Oh ja, Sie haben keine große Sache draus gemacht, danke. Ich habe Ihnen dafür zu danken. Weißt du, ich sollte wirklich aufhören, mit mir zu reden. Da hast du recht, das ist ein bisschen seltsam. Doch nicht wahr sein. Soll ich mich nochmal entschuldigen oder kannst du es nicht mehr hören? Sag's nochmal. Bitte entschuldige. Nein, es macht immer noch Spaß. Und?
Und ich bin ein Dummkopf und Idiot. Und? Und ich würde jetzt wirklich gerne mit dir nach oben gehen und meine Entschuldigung mit dem Mund beenden. Charlie, einen Moment. Jetzt nicht, Alan. Es gibt hier gewisse Probleme und ich fürchte, dass ich darauf bestehen muss. Ich rede lieber mit ihm. Er kriegt allmählich eine weiche Waffe. Was hast du denn für ein Problem? Da sind ein Haufen Sachen in meinem Zimmer und ich frage mich, wie lange die da noch drin bleiben. Und dasselbe frage ich mich bei dir, hörst du? Ach, komm schon, Charlie, wie soll ich denn in dem Zimmer wohnen, wenn du es mit Chelsea als Wandschrank verwendest? Weißt du was? Ich gebe dir einen Mietnachlass. Ich bezahle doch keine. Da hast du's. Dann muss ich es irgendwie hinkriegen. Alan, warte. Was ist? Ach, fahr doch bitte deinen Wagen aus der Garage. Warum? Du willst doch wohl nicht, dass Chelsea auf der Straße parkt, oder? Also muss ich da parken? Nein, musst du nicht. Park doch bei dir vorm Haus. Ich hab kein Haus. Da hast du's. Leg deinen Handsender auf den Couchtisch. Warte, warte, Charlie. Ich weiß nicht, wie ich ohne Schlüssel und Handsender ins Haus kommen soll. Da hast du's. Ich muss nicht aufs Klo. Ich muss nicht aufs Klo. Verdammt, ich muss aufs Klo. Klo. Das ist ja köstlich. Ja, wirklich. Wie schön, dass es Ihnen schmeckt. Es gibt noch mehr. Jake, gibst du mir mal das Hähnchen? Das ist Fisch, Dad. Du bist doch wohl nicht allergisch gegen Sir Lancelot. Das wird schon, wenn er nicht wieder auf meinem Gesicht schläft. Er ist ein Kuscheltier, was? Ja. Weißt du übrigens, ob schon jemand sein altes Apartment gemietet hat? Ja, da ist vor kurzem jemand eingezogen. Oh. Warum? Willst du etwa ausziehen? Tja, hier ist ja wohl nicht mehr viel Platz für mich. Was zahlt man denn für sowas? 1800 im Monat. Andererseits ist es auch schön im Schoß der Familie. Mann, Sie haben wohl echt kein Schamgefühl, ne? Das war wohl eine rhetorische Frage. Wo ist denn Onkel Charlie? Er hat irgendwo eine Konferenz. Das bedeutet Poker oder Stripclub. Poker, da bin ich sicher. Pizza. Hey, Gordon, wie klein doch die Welt ist. Hey, Mr. Harper, was machen Sie denn hier? Ah, ich habe das Apartment gerade gemietet, was zur Erholung fürs Wochenende. Von Malibu? Wenn du wüsstest, was da für ein Menschenauflauf ist. Okay. Was ist mit der hübschen Frau, die hier gewohnt hat? Die wohnt bei mir in Malibu. Denn wir sind verlobt. Und Sie sind hier jetzt ganz allein? Ja. Wissen Sie, was Sie sind, Mr. Harper? Was? Ein Genie. Danke, Gordon. Gute Nacht. Gute Nacht. Wie schön, wenn jemand dich versteht.
Und wie geht's dir heute Morgen, Danny? Tja, heute Nacht habe ich nicht sehr gut geschlafen, Alan. Ich hatte Albträume. 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 Ich habe geträumt, ich hätte einen 5-Pfünder Marshmallow gegessen. Ein 5-Pfünder Marshmallow? Ja, und als ich aufwachte, waren 9 Kissen verschwunden. 9 Kissen verschwunden. Mein Kissen. Nein, Kissen. Nein, Kissen. Nein, Alan? Ja? Alan, du fängst an, mir furchtbar Angst zu machen. Ach, das ist nur ein neues Hobby, Charlie. Danny O'Day würde dich gerne begrüßen. Guten Tag, Charlie. Das ist kein Hobby, das ist ein Hilfeschrei, mein Lieber. Ach komm, mach mit, Charlie. Und Charlie, wie hast du letzte Nacht geschlafen? Mit einer Frau, Alan. Bevor die Sache aus dem Ruder läuft, solltest du das auch tun. Wo ich deine Hand habe, hat er einen Stock. Hast du ihn gefragt, ob er mit uns ins Kino geht? Nein. Warum nicht? Weil er eine tickende Zeitbombe ist und ich will nicht mit ihm im Auto sitzen, wenn er hochgeht. Komm schon, er bricht mir das Herz. Soll er den ganzen Freitagabend alleine hier sitzen? Keine Sorge. Du weißt doch, es heißt, man kann allein sein, aber nicht einsam. Ja. Also, bei Alan ist das andersrum. Er ist immer einsam, aber er ist nie allein. Es geht ihm im Moment nicht gut. Er müsste von seiner Familie und seinen Freunden umgeben sein. Mir wäre lieber, er wäre von einer Spezialeinheit umgeben. Bitte. Für mich? Chelsea, wir waren uns doch einig, dass ich nur einmal im Monat für dich nachgebe. Willst du das wirklich für Alan verschwenden? Danke, dass ich bei euch sein darf. Ich find's wirklich rührend. Wir haben dich doch sehr gern bei uns. Nicht wahr, Charlie? Yippie, Skippy. In welchen Film wollen wir denn gehen? Kommt drauf an. Wie wär's denn für dich mit La Poubelle et le Fromage im Noir? Das wäre ja wahnsinnig. Wer sagt dir, ich wäre wahnsinnig? Du Blindgänger. Also, Danny, pass auf, was du sagst. Wieso? Du bewegst doch die Lippen. Yippie, Skippy. Wenn sie zu diesem elenden Verbrecher zurückgeht, werde ich ihr das nie verzeihen. Sie liebt ihn. Was sagt sie denn für eine Alternative? Sie kann zu ihrem Mann zurückgehen, zum Käsemacher. Oh. Ich gehe mal für Königstiger. Ruf mich, wenn sowas wie eine Handlung anfängt. Er kommt nicht wieder, oder? Verkaufen Sie Bier im Foyer? Ja. Nein. Für einen Samstagmorgen scheinst du ja recht wach zu sein. Der Gockelhahn hat mich geweckt. Chelsea, es ist 7:30. Wir müssen los. Stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Ich zieh mich nur schnell an. Ich komme gleich. Kein Problem, ich warte unten auf dich. Was ist denn los? Ich gehe mit deinem Bruder auf den Bauernmarkt. Seit wann denn? Wir haben es gestern Abend ausgemacht. Gestern Abend wann? Im Kino, als du im Foyer gesessen und was getrunken hast. Ich wollte mich nicht ins Auto setzen, weil ich Angst vor dieser Puppe hatte. Ich esse gern Melone und Bohnen und Ketchup und Mayonnaise. Mayonnaise. Wir müssen uns unterhalten. Na, wie geht's, Charlie? Tu das hässliche Ding vor meinem Gesicht weg. Sagte sie zu ihm.
Oh, Danny, Danny, du bist grauenhaft. Bei Gott, Alan, ich schwöre dir, ich wickel die Puppe mit Fleisch ein und werf sie im Meer den Haien vor. Vergiss aber nicht die Mayonnaise. Oh. Nichts passiert. Warum nimmst du Chelsea mit zu diesem Bauernmarkt? Ist das ein Problem? Das ist ein Problem. Du machst mir meinen Samstag kaputt. Oh, Verzeihung, hattest du heute was vor? Ich hatte eine Menge vor. Zuerst wollte ich mit Chelsea schlafen und dann wollte ich allein weiterschlafen. Du kannst doch so allein schlafen. Ja, aber ohne Sex ist das ein unruhiger Schlaf. Gut, gut, dann gehe ich eben allein. Nein, nein, wenn du jetzt ohne sie gehst, dann hab ich die Schuld. Was schlägst du sonst vor? Ich will, dass du in Zukunft sensibler und rücksichtsvoller auf die Bedürfnisse deiner Mitmenschen eingehst. Okay. Danke. Und jetzt will ich mal nachsehen, ob ich Chelsea noch für ein Quickie unter der Dusche erwische. Manchmal ist mein Bruder ein ganz schönes Schwein. Tja. Und du weißt, was mit Schweinen passiert? Die werden geschlacht. Denn, sag sowas nicht. Nicht mal denken darfst du das. Pap. Was machst du denn so? Ich starr doch gar nicht. Hey, hey, was willst du denn hier? Ich dachte, du bist übers Wochenende bei deiner Mutter und Herb. Ja, habe ich auch gedacht, aber Mama hat diese Schwangerschaftshormonsache. Was hast du angestellt? Nur einen kleinen Witz über Dicke erzählt. Und sie war sauer. Naja, du siehst ja, ich bin hier. Wo ist Dad? Der ist mit Chelsea weg. Was? Haben die ein Date? Nein, nein, kein Date. Gut, das wäre nämlich krank. Ja. Sowas gab's schon mal in der Nachmittagstalkshow. Zwei Brüder, ein Mädchen, Schlägerei. Kann ich mir vorstellen. Was macht denn Dads Holzkopf hier? Der hat seine Mutter verrückt gemacht. Ah. Hey, genau wie ich. Nimm bitte das Popcorn aus meiner Reichweite. Das geht ohne Umwege direkt auf meinen Hintern. Hör schon auf. Ich wünschte, ich hätte so ein kleines Brötchen wie du. Also, erstens mal ist dein Hintern perfekt. Und zweitens liegt das Geheimnis in isometrischen Übungen, wenn du ihn straffen willst. Wirklich? Ja, kann man immer und überall machen. Ich mache es sogar im Moment. Hier. Briefkasten offen, Briefkasten zu. Briefkasten offen, Briefkasten zu. Komm, mach mit. Briefkasten offen, Briefkasten zu. Ich würde diesen Raum gern einmal betreten und nicht glauben, ich wäre im Irrenhaus. Alan hat mir gerade beigebracht, wie man seinen Hintern strafft. Lass dir mal zeigen, wie er da reinkriecht. Die Nummer hat er nämlich perfekt drauf. Hör jetzt auf, raus hier, wir machen das Abendessen. Das ist so wie eine Beckenbodenübung. Ja, nur eben mit dem Hintern und nicht mit der Huha. Was läuft, Kumpel? Was machen Sie denn hier? Ich genieße den Sonnenuntergang. Wart aufs Essen. Sie bleiben zum Essen? Erst wollte ich nicht. Aber Ihre Verlobte und deren neue Freundin haben drauf bestanden. Ja, den muss ich bald einen Riegel vorschieben. Sind Sie verrückt geworden? Was Besseres gibt's doch gar nicht für Sie. Wie kommen Sie darauf? Gehen Sie denn gern shoppen? Nein. Sippi schon. Sehen Sie gern Frauenfilme? Nein. Sippi schon. Reden Sie gern stundenlang über Ihre Gefühle? Nein. Sippi schon. Oh, genau. Sie verlegen das Rohr, er hebt den Graben aus. Könnte ich nur so blind sein? Alan ist gar nicht mein Konkurrent, er ist Ihr schwuler Freund. Da sehen Sie es, Ihr Leben ist perfekt. Ja, allerdings. Ja,
Holen Sie mir noch ein Bier, wenn ich bitten darf. Aber gern. Ich glaube, ich habe einen Sitzen. Oh, ich tue dir das ja nicht gerne an. Aber wenn ich das S, das du da hingelegt hast, nehme und RE davor lege und TZAHL anfüge, habe ich 2 dreifache Wortwerte. Und noch die 7-Steine-Prämie. Restzahl. 185 Punkte. Oh mein Gott, du spielst ja um dein Leben, oder? Ich verrate dir was, Chelsea. Wenn's um Scrabble geht, enden nette Menschen mit einem Bänkchen voller Steine. Das heißt, das ist kein Wort? Das Wort gibt's nicht. Versuch's nochmal. Charlie Geil. Noch ein Glas Wein? Ja, bitte. Jetzt? Aber ich spiele doch gerade mit Alan Scrabble. Naja, ich spiele Scrabble. Was sie macht, weiß ich nicht. Ich weiß, was ich mache. Ich werde besser. Ich will eine Revanche. Gute Nacht, Alan. Aber ich habe gerade Wein eingeschenkt. Oh, danke. Und danke, dass du Chelsea so ein guter Freund bist. Nicht nötig. Ich mag sie und wir haben viel gemeinsam. Ja, ja. Die Hauptsache ist, dass wir beide so weitermachen. Haben wir den ganzen Abend ruiniert. Er benutzt dich. Ich weiß. Was soll ich machen? Du könntest ihn töten. Also, Danny, das könnte ich doch nie tun. Keine Sorge, Alan. Das kann ich für dich erledigen. Morgen. Morgen. Na, hast du Hunger? Es gibt Pfannkuchen. Ich habe einen Bärenhunger. Kann ich was helfen? Gern. Schneid ein paar Bananen und mach den Sirup warm. Ja, mach ich. Gut geschlafen? Ja, nachdem dein Bruder mich endlich einschlafen ließ, schon. Darf ich dir was verraten? Klar. So einen Lover wie ihn hatte ich noch nie. Das ist ja schön. Ja, das ist schon toll. Aber manchmal weiß er nicht, wann Schluss ist. Hast du es mal mit Pfefferspray versucht? Hab ich nicht. Aber ich muss ihm wirklich manchmal einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf geben. Ja, das Problem habe ich auch mit Jake, wenn er Spaghetti isst. Naja, nicht genau dasselbe Problem. Jakes Kopf ist in der Regel hier. Ich will mich ja nicht beschweren, aber manchmal ist es lästig. Kann ich mir vorstellen. Hast du Charlie genug gelobt? Gelobt? Wie wenn man einen Hund trainiert. Wenn man ihn nicht oft genug belohnt, dann zerkaut er einem den Teppich. Ich meine nicht deinen Teppich. Hey, was machen die Bananen? Morgen. Ach, morgen. Hast du gut geschlafen? Ja. Als du mich endlich gelassen hast, Baby. Alan macht Pfannkuchen. Willst du einen Kaffee? Ach, und wie gerne. Guten Morgen, Mrs. Butterworth. Oh, die Spurs spielen heute gegen die Lakers. Du hast mir versprochen, dass wir in die Van Gogh-Ausstellung gehen. Ach ja? Ja. Das habe ich doch glatt vergessen. Weil du mir immer auf den Hinterkopf haust. Oh ja, ich habe gehört, die Ausstellung soll umwerfend sein. Ich würde da liebend gern reingehen. Ach ja? Warum gehen wir da nicht zusammen? Kann ich nicht. Ich habe Jake versprochen, wir unternehmen was. Nimm ihn doch mit. Welcher 14-Jährige würde sich nicht für einen Museumsbesuch umbringen? Das ist doch eine gute Idee, Alan. Du nimmst Jake einfach mit dorthin. Ich will mich nicht zwischen euch drängen. Nein, nein, tust du nicht. Okay, gut. Esst mir nicht alle Pfannkuchen weg. Ich spring schnell unter die Dusche. Bis gleich. Beeil dich! Ich will ins Museum, bevor es da zu voll ist. Ich sag dir, was läuft. Ihr müsst nämlich ohne mich ins Museum gehen. Warum? Weil ich, glaube ich, ganz schön heftige Verdauungsstörungen kriegen werde. Was? Du weißt schon, den Pfannkuchen-Flattermann. Aber meine Pfannkuchen sind in Ordnung. Ja, sie sind köstlich. Aber ich will das Lakers-Spurs-Spiel nicht verpassen. Was soll das heißen? Du willst mich dafür missbrauchen, dass ich deine Freundin bespaße, während du hier ein Basketballspiel sehen willst? Gut, wir verstehen uns. Hast du eigentlich schon mal bedacht, dass ich vielleicht ein Privatleben habe und dass ich mir was vornehmen könnte und dir nicht immer zur Verfügung stehe? Nein. Wissen Sie, Bertha, als Alan hier bei mir eingezogen ist, habe ich das für eine Strafe gehalten. Das haben wir beide. Aber ich habe gemerkt, was er für eine Wohltat ist.
Mit ihm um mich rum kann ich's schaffen, dass meine Verlobung mit Chelsea wirklich funktioniert. Sie wollen sie also wirklich irgendwann heiraten? Aber ja, ich bin fest zu allem entschlossen. Auch zu Kindern? Na, ich will's nicht ausschließen. Natürlich müsste ich's vorher mit Chelsea und Alan besprechen. Wow, Sie wollen heiraten und Kinder, das macht mich fertig. Was soll ich sagen, Bertha? Mein Bruder ergänzt mich. Warte kurz. Er ist köstlich. Wer? Dein Bruder. LOL. Ich sag ihm nur kurz, dass wir morgen weiter simsen. Er ist ja völlig außer Kontrolle. Was ist denn? Warte. Lass ihn bloß nicht den Teppich auffressen. Was meint er damit? Nichts. Warum sollte ich einen Teppich fressen? Nicht einen Teppich meinen. Vergessen wir es. Okay, wo waren wir? Wir waren gerade dabei. Er will mir ganz bestimmt eine gute Nacht sagen. Ich will nur mal sehen, ob mit ihm alles in Ordnung ist. Und ist alles in Ordnung? Ja. Gut, gut. Ich hab Durst. Hast du auch Durst? Nein. Bin gleich wieder da. Beeil dich. Keine Sorge, ich brauche nur eine Minute. Oh, Charlie. Dein Penis kommt nicht gegen meine Technik an. Okay, ich weiß, was du treibst. Lass es sein. Was treib ich denn? Ich weiß nicht, was du meinst. Du simst mir meine Frau weg. Was kann ich dafür, wenn Chelsea mich witzig und kultiviert findet? Mach so weiter und sie findet dich blutig unter einer Brücke wieder. Du machst mir keine Angst. Du brauchst mich für Chelsea als Prellbock. Ja, mag sein. Aber ihn brauche ich nicht. Charlie, tu ihm nichts. Das geht nur dich und mich was an. Jetzt nicht mehr. Weh, du verletzt ihn. Tja, also, das hängt jetzt ganz von dir ab. Sein Holzkopf liegt ganz in deiner Hand. Charlie? Danny! Lass ihn sofort los! Charlie? Was siehst du aus? Was soll das denn werden? Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Du solltest dich was schämen. So benimmt man sich nicht als Erwachsener machen. Er hat doch angefangen. Mir ist egal, wer angefangen hat. Du bist sein älterer Bruder und musst ihm ein Beispiel sein. Ach ja? Am besten zieh ich aus. Dann hast du, was du willst. Mann, die gehen ja voll zur Sache. Ja, ich bin froh, dass wir uns nicht streiten. Bin ich auch, Danny. Weil du mich ja hoffentlich nie wütend machen willst. Ich weiß, Danny. Das will ich dir auch raten. Aufblende. Außen. Nacht. Tief in der trostlosen Prärie. Ein einsamer Cowboy sitzt auf seinem stämmigen Pferd und starrt zum Mond hinauf. Plötzlich ein greller Blitz am Himmel, ein flammender Meteor stürzt zur Erde. Aufblende. Außen. Nacht. New York City. Vorhof zur Hölle. Ein einsamer Cop sitzt in seinem Streifenwagen und starrt zum Mond hinauf. Plötzlich ein greller Blitz am Himmel, ein flammender Meteor stürzt zur Erde. So,
Jetzt läuft's. Alan? Mia? Dachte ich's doch, gleich erkannt. Was für eine nette Überraschung. Bist du nicht mit deinem Mann nach New York gezogen? Schon, aber wir haben uns getrennt und jetzt bin ich wieder hier. Oh, wie traurig. Nicht, dass du wieder hier bist. Ich meine, weil es nicht geklappt hat. Und wie geht's Charlie denn so? Dem geht's gut, um nicht zu fassen. Er hat sich sogar ganz unerwartet verlobt. Machst du Witze? Nein, nein, sie ist bei ihm eingezogen und so. Wie schön für ihn. Und wo wohnst du jetzt? Warum fragst du? Naja, jetzt wo Charlies Verlobte bei ihm wohnt, hab ich gedacht... Gut siehst du aus, Alan. Oh, danke, du auch. Sag Charlie alles Liebe von mir. Ja, mach ich. Mach's gut. Du auch. Aufblende, innen, Coffeeshop, Nacht. Ein ungewöhnlich attraktiver Mann haut in die Tasten seines einsamen Laptops. Er schreibt den Blockbuster, der ihn aus der Armut in sein eigenes Haus katapultieren wird. Eine schöne Frau kreuzt seinen Weg. Ihre Blicke treffen sich. Plötzlich ein greller Blitz am Himmel. Ein flammender Meteor stürzt zur Erde. Man, 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 man. Und wann kommst du nach Hause? Aber ich wollte gerne mit dir Abend essen. Na gut, bis nachher. Ja, ich dich auch. Ich dich auch. Alan? Ja? Hau bitte dein Kind für mich. Sollen wir ihm das letzte bisschen Hirn kaputt machen? Danke, dass du zu mir hältst. Oh, hey, du rätst nie, wen ich getroffen hab. Kobe Bryant? Nein. Lauren Conrad? Nein. Jean-Pierre Diddy Combs? Was stimmt denn nicht mit dir? Nein, ich hab Mia im Coffeeshop getroffen. Was? Soll das ein Witz sein? Nein, offenbar ist sie wieder Single und sie wohnt jetzt in L.A. Was stimmt denn nicht mit dir? Also, Mia... Wie sieht sie aus? Ach, viel besser denn je. Verflucht. Was hat sie gesagt? Sie sagte, alles Liebe. Das war alles? So ziemlich. Wie hat sie es gesagt? Was heißt wie? Ich meine, war es mehr phlegmatisch oder mit Subtext? Phlegmatisch. Das wird mein Rap-Name, MC Phlegmatisch. Weiß ich nicht, aber ich habe deine Verlobung erwähnt und sie schien sich für dich zu freuen. Du hast ihr verraten, dass ich verlobt bin? Warum hast du das getan? Weil du verlobt bist, so wie ich das sehe. Sie hat sich darüber gefreut? Ja, sie sagte schön für ihn. Wie hat sie es gesagt? Vielleicht phlegmatisch. Oder mit Suppentext. Ich bin weg. Doch in der Luft schwebt weiter die Erinnerung an ihn. Hey, Onkel Charlie. Ja? Hab dich lieb. Und ich habe um das gemeinsame Sorgerecht gefochten. Ja, ja, also nochmal zu Mia. Oh, sag mir nicht, dass du noch nach ihr schmachtest. Nein, ich schmachte doch nicht nach ihr. Wieso, denkst du, sie schmachtet nach mir? Charlie, du bist mit einer wundervollen Frau verlobt. Schlag dir Mia aus dem Kopf. Ich hab ja gar nicht mehr an sie gedacht. Ich hab nicht mehr an ihr Gesicht gedacht. An ihre Augen, ihre Lippen, ihre Schenkel. Oh Gott, diese Schenkel. Du hast doch von ihr angefangen. Entschuldigung, ich bin der Letzte, der behauptet, dass man für eine alte Freundin keine Gefühle haben darf. Ich zum Beispiel fühle mich immer noch sehr zu Melissa hingezogen. Wer ist Melissa? Meine Empfangsdame. Oh, genau. Die hat dich doch mit ihrer Mutter im Bett erwischt. Hm? Da lässt du zwar einen Haufen mildernder Umstände außer Acht, aber ja, ich habe mit ihrer Mutter geschmust. Und du willst diese Freakshow mit dem vergleichen, was Mia und ich hatten? Ich hab sie fast geheiratet. Was ich sagen will, ist, du kannst dir durchaus Gefühle für Mia leisten, während deine Beziehung zu Chelsea immer weiter wächst. Genau das will ich auch tun. Gut? Ja, das ist gut. Du denkst über Sex mit Mia nach. Du denkst über Sex mit Melissa nach. Ich versuch's, aber ihre Mom kommt immer dazwischen. Okay, okay, ich muss es einfach loswerden. Baseball war mit Anabolika viel schöner. Mhm.
Ich meine, der Junge, da führt die Liga mit müden 11 Homeruns an. Damals, zu Sammy Sosas Zeiten, war das ein lahmes Wochenende. Mhm. Halt mich nur für verrückt. Aber ich glaube, die Leute würden viel dafür bezahlen, wenn ein fleischbepackter Roboter den Ball 300 Meter weit schlägt. Tja, das war's. Der Sport ist zu Ende. Zeit für Sex. Charlie, bitte. Der Bericht muss morgen fertig sein. Na schön. Dann ist unsere Beziehung jetzt wohl im Stadium der Reife, von dem man immer hört. Sieht so aus. Wie schön. Hoffentlich sterbe ich bald. Was? Liebe dich. Es gab Zeiten, da hast du noch versucht, im Sitzen zu pinkeln und vorher die Tür zuzumachen. Ja, das war damals, als wir nach einer Sportsendung noch Sex hatten. Hallo? Warten Sie. Charlie, da ist eine Frau namens Mia am Telefon. Soll ich ihr was ausrichten? Nein, nein. Nein. Bitte. Hallo? Oh, hey, Mia. Was für eine Überraschung. Alan hat erwähnt, dass er dich getroffen hat, ja? Eine alte Freundin. Ja? Ja? Du hast richtig gehört. Ich bin verlobt. Danke. Ja, das war sie eben. Oh, sie ist wundervoll. Und wie geht's dir? Oh, tut mir leid, das zu hören. Du weißt doch, es schwimmen viele Fische im See. Ich bin sicher, dass du in den alten Dating-Tümpel springst und dir was einfängst. Nein, ich meine einen Fisch, keine Infektion. Jedenfalls, danke für deine guten Wünsche. Bis dann. Also dann, schlaf gut. Also eine alte Freundin, hm? Ja, sie hatte von meiner Verlobung gehört und mir gratulieren wollen. Süßes Kind. Hast du die nicht vor ein paar Jahren in Vegas fast geheiratet? Charlie? Ich muss nachdenken. Charlie. Wer hat dir davon erzählt? Dein Bruder. Ach, wirklich? Hat er dir auch erzählt, dass seine Freundin ihn mit ihrer Mutter im Bett erwischt hat? Ja, hat er. So ein kleiner Schmutzfink, hä? Hast du mir etwa Mia verschweigen wollen? Worauf willst du hinaus? Hast du mir von jedem Mann erzählt, mit dem du je zusammen warst? Eigentlich schon. Von meinem Freund in der Highschool, zwei College-Freunden und meinem Ehemann. Das war's? Vier? Das war zu deinen Zeiten ein lahmes Wochenende, was? Das ist kein Wettkampf zwischen uns, Chelsea. Und warum ruft dich Mia mitten in der Nacht an? Was glaubst du? Schatz, da hat überhaupt nichts dahinter gesteckt. Sie hat mir nur zu meiner Verlobung gratulieren wollen. Das war nicht der Grund. Sie will wissen, ob du glücklich bist. Sie will wissen, ob du noch zu haben bist. Echt, glaubst du? Ich meine, echt, glaubst du? Ja, das tue ich allerdings. Die Frage ist doch, ob du glücklich oder noch zu haben bist. Ach komm schon, Chelsea, was ist denn das für eine Frage? Nein, ich bin nicht zu haben und nein, glücklich bin ich auch nicht. Du weißt, was ich meine. Das will ich hoffen. Ja. Ich bin glücklich und zufrieden. Zufrieden, zufrieden, zufrieden. Glücklich, glücklich, glücklich. Und nass? Irgendwie bin ich nass. Was schreibst du? Ein Spielfilm. Cool. Ich habe eine super Idee für einen Film, wenn du willst. Ah, danke, lieb von dir. Ich höre. Okay, also, da hat einer auf dem Highway einen Unfall. Erstmal prallt er mit einem Büffel zusammen. Er verliert die Gewalt über seinen Wagen und rast in einen Laster voll Giftmüll. Und als er im Krankenwagen wieder aufwacht, ist er halb Auto, halb Büffel. Allradbüffel. Ja, danke, ich bleib lieber bei meiner Idee. Gut, lass mal hören. Du willst sie hören? Klar. Weißt du, es geht um einen Mann, dessen Leben am Scheideweg steht. Er beschäftigt sich mit Dingen wie Verlust und Sterblichkeit. Ah. Mhm.
Weißt du, wie ich es nennen würde? Wie denn? Mega langweilig. Danke. Freigegeben, abschwul. Hey, Charlie. Hey, Herb. Ich möchte Jake abholen. Oh, komm rein. Jake, wird Zeit, dass du endlich verschwindest. Und, wie geht's? Ziemlich gut. Das Baby kann jeden Tag kommen. Judith strahlt schon vor Mutterglück. Victor, ich muss schon wieder aufs Klo. Ja, sie strahlt. Oh, hey, Herb. Jake ist noch beim Frühstück. Oder er ist schon beim Mittagessen. Die Grenzen sind fließend. Er ist eben noch nicht ausgewachsen. Er ist eine ausgewachsene Nervensäge. Er sagt das aus Liebe. Nein, ich sag das mit dem dumpfen Ziehen meiner abgesägten Nervenenden. Oh, oh. Meine Fruchtblase ist geplatzt. Bist du dir sicher? Oh! Klar bin ich mir sicher. Ich wisch das nicht auf. Mann, da werden Erinnerungen wach. Halt die Klappe. Von Judiths Fruchtwasser zu Fall gebracht. Das wird irgendwann mal der Brüller. Zum Brüllen finde ich das jetzt schon, Herb. Hallo, wir brauchen Hilfe. Ding, ding, ding. Immer mit der Ruhe. Ich bin... Dr. Harper? Melissa, was machst du denn hier? Ich arbeite hier. Ich habe mir ja eine neue Stelle suchen müssen, weil... Du weißt schon. Zum allerletzten Mal. Ich hatte keinen Sex mit deiner Mutter. Entschuldigung, ich bekomme ein Baby. Hallo. Oh, ich habe den Knöchel gebrochen. Hör auf zu jammern, Herb. Ihr Frauenarzt ist auf dem Weg. Die Wehen kommen schon alle 8 Minuten. Gut, Sie müssen in den Kreissaal. Ich nehme Sie auf und lasse Sie von der Schwester nach oben fahren. Nein, nein, nein. Ich bin der Vater. Ich mach das. Keine gute Idee, Herb. Ich bin bei dir, Judith. Alles in Ordnung. Oh, oh Gott. Mein Arm. Oh. Ich bin bei dir, Judith. Ruh dich aus, Champion. Heute ist nicht dein Tag. Oh, verdammte Scheiße! Nein, Judith, du atmest nicht. Du musst schön pusten. Gut, gut. Sehr schön, jetzt kommen sie schon alle 2 Minuten. Wir sind auf der Zielgeraden. Na toll. Mann, kommt mir vor wie gestern, als wir auch hier im Krankenhaus waren und Jake erwartet haben. Nach seinem Riesenschädel wird das für dich sein, als würdest du einen Melonenkern ausspucken. Also, jedenfalls liebe ich meine Verlobte von ganzem Herzen. Aber mir geht die andere Frau einfach nicht aus dem Kopf. Ich meine, mein Bruder sollte mir von ihr alles Liebe ausrichten. Und wenn sie Liebe macht, kriegen sie Rasterlocken und Arschpfeifen. Deshalb sind Sie hergekommen? Wegen Arschpfeifen? Nein, nein, nur wegen eines Babys und ein paar Knochenbrüchen. Nichts Weltbewegendes. Die Sache ist die... Ich sehe ein, dass man die Leidenschaft einer frischen Beziehung nicht auf ewig ausdehnen kann, aber sie fehlt mir irgendwie. Vielleicht liegt es daran, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Sehen Sie die Kühlbox hier? Ja. Da sind 2 Flaschen Bier drin, ein halber Hamburger und mein Daumen. Sie entschuldigen deshalb sicher, wenn ich ein gewisses Desinteresse an Ihrem romantischen Dilemma zeige. Sie haben Bier? Konzentrier dich auf mich, immer schön pusten. Und 1 und 2. Und 1 und 2. Und 1 und 2. Melissa. Du fehlst mir so. Oh, du fehlst mir auch. Kann ich mit dir reden? Natürlich. Alan! Du schaffst das, schön weiteratmen. Hey, Charlie! Sieh mich an. Ich bin halb Mensch, halb Maschine. Fast wie in Jakes Filmidee. Allradbüffel. Alles klar, Kumpel. Ich schaff's alleine. Ich liebe ihn! Zum Teufel, was haben die dir gegeben? Oh, lauter gute Sachen. Und wenn du mir alle Zähne ziehen würdest, ich würd's nicht merken. Sie sind doch noch da, hä? Noch alles drin. Also dann, ab nach Hause. Du fährst, mir ist etwas schwummrig. Was ist mit Judith? Ach, die vermiest uns doch nur die Laune. Da hast du recht, aber immerhin kriegt sie ein Baby.
Oh mein Gott, das Baby. Judith braucht mich. Ich muss zu ihr fahren. Ich komme, Judith! Ich bin bei dir! Hey, Charlie, wo kommst du denn so schnell her? Ich wollte dich ja vergessen. Ich habe versucht, dich zu hassen, aber ich konnte es nicht. Wirklich? Sonst hat niemand das Problem mit mir. Bier und Chips. Das kann ja noch gut werden. Wissen Sie, wo mein Freund hin ist? Er ist den Gang runtergehumpelt und hat was von der Judas gemurmelt. Ich muss die Dorfbewohner warnen. Und Ihnen viel Glück. Danke. Ach, und hey. Ihnen auch viel Glück. Hier steckst du. Hast du Herb gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ah. Chips? Nein, ich will jetzt keinen Chips. Okay, dann willst du wohl auch kein Bier. Verschwinde hier. Kein Problem. Warte, geh nicht weg. Ich brauche jemanden, der mich durch meine Wehen begleitet. Na schön. Weiter so. Judith! Ich bin bei dir! Weißt du, ich liebe Chelsea. Nur früher, da habe ich Mia geliebt. Atmen. Also dann, der Muttermund ist offen, dann lassen wir das Baby mal kommen. Also dann, viel Glück. Judith, ich... Oh! Hoppla! Ich glaube, ich habe mir die Nase gebrochen. Ein Hoch auf dem Arol! Hip, hip! Hurra! Innen. Kreissaal. Tag. Ein außergewöhnlich gut aussehender Mann blickt auf das Baby hinunter, das von ihm sein könnte, was er aber nie verraten darf. Plötzlich ein greller Blitz am Himmel. Ein flammender Meteor stürzt zur Erde. Siehst du? Das bin ich, da halte ich das Baby. Das bin ich und der Arzt. Und das bin ich, Judith und das Baby. Und wer ist das? Ach, nur der, dem sie den Daumen wieder angenäht haben. Ich find's ja irre, wie du auf das Baby abfährst. Es war echt umwerfend. Das Wunder der Geburt. Wäre Judith nicht dabei gewesen, wär's nicht mehr zu toppen. Dann hättest du nichts dagegen, vielleicht irgendwann ein eigenes Baby zu kriegen? Ich weiß keinen Hinderungsgrund. Ich stehe offensichtlich auf Babys. Und Geschlechtsverkehr mochte ich schon immer, das weißt du ja. Ja, weiß ich. Ich muss wieder zur Arbeit. Okay, bis heute Abend. Liebe dich. Lieb dich auch. Mach's gut, Alan. Mach's gut. Was macht dein Spielfilm? Wird gut. Noch auf Seite 1? Ja, aber jetzt läuft's. Hey, Charlie. Mia. Fortsetzung folgt. Man. Man, 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 manly man, man.